Guten Tag. Haha, damit habt ihr bestimmt nicht gerechnet. Na gut, moin moin und hallo zu einer weiteren Ausgabe über das Traumalphabet. Wir wollen nicht lange lamentieren, wir starten gleich mit dem Hörbericht. Viel Spaß beim Zuhören. Hier die zweite Folge, die die Traumsymbole alphabetisch geordnet behandelt. In der Traumanalyse ist es besonders wichtig, dass man in sich hineinhört. Kurz nach dem Aufstehen erscheinen die Bilder im Kopf noch sehr klar. Es empfiehlt sich, diese direkt auf Papier zu bringen oder andersweitig zu vermerken. Wenn der Alltag wieder in den Vordergrund unserer Wahrnehmung tritt, verlieren sich die Traumbilder in kürzester Zeit. Eine gute Analyse der Träume fängt prinzipiell dort an, wo man sie gut dokumentiert und Zeit investiert. Bahnhof. Dieser Ort soll eine unmittelbare Veränderung des Träumenden in einer Lebenssituation darstellen. Gegebenheiten, die im positiven oder negativen Sinne den Gemütszustand im Alltag beeinflussen oder körperliche, seelische und geistige Veränderungen, die auch dem fortschreitenden Alter zugerechnet werden können, kommen hierin zum Ausdruck. Dabei sind die Geschehnisse im Traum direkt deutbar auf die Lebensrealität des Betroffenen. Der Zug kommt zu spät, man ist im falschen Zug eingestiegen oder die Fahrkarte wurde vergessen. Bank. Die Sitzbank ist die Verbildlichung der Ruhe, Erholung, Entspannung, Ist-Zustand oder Verlangen danach. Die Bank erscheint meist in einer ruhigen Umgebung, zum Beispiel im Park. Hier kann auch verschiedene Personen getroffen werden, die im Zusammenhang den Frieden der Bank unterstreichen. Kommt die Bank als Geldinstitut vor, so stellt sie Ansehen, Macht, Energie oder auch selbstbewusste männliche Sexualität dar. Verbindet der Träumende diese mit der Vorstellung der sicheren Geldanlage, stellt sie Selbstvertrauen, Zuversicht und Erfolg oder das Verlangen danach dar. Die Grundstimmung ist hierbei der springende Punkt. Wenn die Bankkaufleute sich negativ verhalten, spiegelt das das Misstrauen und die Missgunst des Träumenden zu solchen Institutionen wider. Gestaute Triebauslebung, Minderwertigkeitskomplexe oder Existenzangst können ablesbar sein. Beerdigung. Dieser Traumort deutet in jedem Fall auf die Trennung einer Begebenheit hin. Die Teilnahme kann auf den Verlust eines realen Menschen oder Lebewesens hindeuten. Es weist auf die innere Akzeptanz hin, die so zum Ausdruck gebracht wird. Je nach Intensität der Emotionen kann dies zu einer Notwendigkeit, also einer bevorstehenden Trennung oder einer nun vollendeten hindeuten. Auch kann dieser Traumort die Beendigung eines Verhältnisses oder eines Berufsort darstellen, den wir sehr geschätzt haben. Berglandschaft. Bei diesem Traumsymbol kommt es darauf an, in welcher Position man sich befindet. Befindet man sich auf einem Berg und sieht auf eine Landschaft herab, deutet dies auf eine erfolgreich bewältigte Prüfung hin. Eine nicht leichte Aufgabe wurde überwunden. Wie man sich denken kann, fällt die Analyse anders aus, wenn man sich vor einer Bergwand oder einem steilen Anstieg zur Bergspitze befindet. Eine Hürde, also eine Belastungsprobe, steht bevor und muss überwunden werden, um an die Spitze des Berges zu gelangen, dem ersehnten Ziel. Bibliothek. Traumort, der oft während einer Traumphase durchschritten wird, wenn man auf der Suche nach etwas ist. Die Bücherei warnt davor, wenn wir uns zu einseitig informieren oder fokussieren. Die Personen oder die Wesen, auf die wir an diesem Ort treffen, geben uns Hinweise, in welche Beziehung wir uns zu einseitig informieren. Burg. Steht für Abkapselung,
dem Wunsch nach gefestigter Macht und der Gefahr, sich dadurch zu isolieren. Geht auch mit Entfremdung von erscheinenden Personen einher. Wenn die erscheinende Person außerhalb der Burg ist, warnt diese Konstellation vor der Distanzierung dieser von sich. Wenn diese Person sich ebenfalls in der Burg befindet, sorgt sie sich eventuell, dass man sich von jemandem ungewollt distanziert. Den Hörbericht gibt es auch zum Nachlesen unter mysteryfacts.com. Link in der Videobeschreibung. Bis nächstes Mal. Man hört voneinander.